Hallo, lieber Mensch da draußen, ich bin die Jasmin und ich zeige dir heute in diesem Video ein paar Übungen, mit denen du dein Gleichgewicht trainieren kannst. Vom Anfänger bis zum Profi ist alles mit dabei. Anfangen tun wir mit den vier Grundstellungen, beginnend mit der einfachsten. Bereit? Lass uns beginnen. Stell dich bequem und aufrecht hin und ich erkläre dir der Reihe nach alle vier Grundstellungen. Los geht's! Grundstellung 1. Stell dich im geschlossenen Stand auf den Boden oder eine dünne Matte. Deine Fußinnenseiten berühren sich. Grundstellung 2. Positioniere deine Füße um eine halbe Fußlänge versetzt. Prima! Grundstellung 3 ist der Tandemschritt. Stell dazu einen Fuß direkt vor den anderen. Die Ferse von deinem vorderen Fuß berührt die Zehen von deinem hinteren Fuß. Und nun in die bereits fortgeschrittene Grundstellung 4. Stell dich in den Einbeinstand. Prima! Der erste Teil ist bereits geschafft. Alle diese Übungen kannst du zum Beispiel mit einer Stoppuhr ausführen, um deine Fortschritte festhalten zu können oder Unterschiede zwischen deiner rechten und deiner linken Seite zu erkennen. Wenn du 60 Sekunden ohne Probleme in einer Position bleiben kannst, solltest du diese steigern. Nun zeige ich dir ein paar Steigerungsmöglichkeiten. Trainiere auf verschiedenen Unterlagen. Probier's aus. Nimm dir dazu einen Polster. Durch den weicheren Untergrund sind deine Fuß- und Beinmuskeln plötzlich viel mehr gefordert, das Gleichgewicht zu halten. Konzentriere dich gut auf deine Füße und achte auf deine stabile Mitte. Das heißt, Bauch, Rücken und Gesäßmuskeln sind gespannt. Auch hier kannst du in allen vier Grundstellungen üben. Bitte achte auch immer auf deine eigene Sicherheit. Steigere die Übungen langsam und konzentriert und mach die Übungen vor einem Tisch oder einer Kommode oder neben einer Wand, damit du dich gegebenenfalls anhalten kannst. Kannst du recht kreativ sein. Rolle zum Beispiel eine Decke, ein Handtuch oder eine Matte zusammen und probiere darauf in den verschiedenen Grundstellungen das Gleichgewicht zu halten. Eine weitere Steigerung kannst du damit erzielen, indem du versuchst, dich selbst aus dem Gleichgewicht zu bringen. Dabei sind deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt. Du kannst die Arme diagonal schwingen. Achte dabei wieder gut auf deine Füße und deine stabile Mitte. Du kannst dir einen Ball zu Hilfe nehmen, diesen rund um deinen Körper geben, ihn werfen, jonglieren und was dir sonst noch alles einfällt. Auch hier kannst du natürlich in allen vier Grundstellungen trainieren und zwischen verschiedenen Untergründen variieren. Du kannst auch probieren, deinen Kopf in verschiedene Richtungen zu drehen und dabei im Gleichgewicht zu bleiben. Dreh deinen Kopf nach links und nach rechts oder bewege ihn nach oben zur Decke und nach unten Richtung Boden. Spüre, was das mit deinem Gleichgewicht macht. Zu guter Letzt für all diejenigen, die ihr Training noch weiter steigern wollen, schließe beim Training deine Augen. Damit nimmst du dir die Möglichkeit, deine Stabilität visuell zu unterstützen und bist noch mehr gefordert, dein Gleichgewicht zu halten. Wichtig an dieser Stelle nochmal, achte während des gesamten Gleichgewichtstrainings auf deine Sicherheit. Ganz schön wackelig, nicht wahr? Wichtig, bei all deinen Übungen darf es wackeln, denn genau so trainiert man das Gleichgewicht. Wenn du täglich übst, wird schnell eine Verbesserung eintreten. Wenn es nicht mehr wackelt, ist es vermutlich zu leicht und die Übung kann gesteigert werden.
Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Pass gut auf dich auf. Bis bald, deine Jasmin.